Ja, hallo liebe Zuschauer, bevor ich das heutige Video starten möchte, muss ich ja erstmal meine Trauer verdeutlichen. Und meine Frage diesbezüglich, was habe ich noch falsch gemacht, geht vor allen Dingen an euch, liebe Mädels, liebe Frauen und Damen, die hier zuschauen ab und zu mal. Was habe ich euch getan? Was ist passiert? Wir hatten den Trend auf dem Kanal ja schon einmal, dass hauptsächlich Männer eingeschaltet haben und das Ganze hatte sich dann mal so ein bisschen normalisiert. Wir waren dann bei 50-50 tatsächlich und jetzt habe ich gestern gesehen auf meiner Analytics-Seite, trotz steigender Zugriffszahlen und knapp jetzt 7000 Klicks im Monat, tatsächlich eine Ratio von 70% zu 30%. Das ist ja absoluter Wahnsinn. An euch natürlich draußen, Jungs, ganz herzlichen Dank, dass ihr mich so fleißig klickt und schaut und kommentiert und so weiter. Und für die Damen, die trotzdem weiter auch fleißig hier zuschauen, natürlich auch ein riesen Dankeschön und ein ganz besonderer Gruß an euch da draußen. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, ob es die Themen sind oder die eher wissenschaftliche Ausgestaltung. Muss man auch vorsichtig sein, interessiert ja inzwischen auch viele Damen. Da will ich keine Vorurteile reiten, aber was auch immer es sei. Ich freue mich, wenn die Damenwelt trotzdem zuschaut. Heute kurzes Video, weil ich vergessen hatte, gestern in dem Video über LPS etwas sehr, sehr Wichtiges zu erwähnen und ich habe es dann nochmal nachkommentiert. Aber ich denke, das sollte nicht so untergehen, denn es ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Befund. In der Studie nicht so leicht zu entdecken. Es wird nur ganz kurz am Rande erwähnt und die Grafiken dazu findet man auch erst in den Supplementals, also sozusagen in diesen zusätzlich zur Verfügung gestellten Auswertungen, was nicht direkt in der Studie, in der Veröffentlichung mit vorkam. Man muss es sich sozusagen noch speziell runterladen, sich da so ein bisschen durchackern. Und zwar eine Frage, die ja immer wieder auftaucht, ist, woher kommt eigentlich die hohe Zahl an Mastzellerkrankungen? Wir wissen, systemische Mastozytose, das tatsächlich, wo man früher gesagt hat, okay, das ist so eine Mastzellerkrankung mit eben dieser globalen systemischen Symptomatik, anders als bei der klassischen Mastozytose, die eine Hauterkrankung ist oder hauptsächlich Hauterscheinungen zeigt. So, diese ist sehr, sehr selten. Aber bei der MCAS wissen wir, die ist tatsächlich, also der Mastzellaktivierung, die laut der WHO-Kriterien keine systemische Mastozytose ist, die ist relativ häufig. Und wir finden sie auch bei vielen Krankheitsbildern, wo man ja früher gesagt hat, okay, das ist eben jetzt Fibromyalgie, das ist Reizdarm und so weiter. Dort finden wir tatsächlich eine Aktivierung der Mastzellen, teilweise lokal wie beim Reizdarmsyndrom, manchmal aber auch systemisch. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das Ganze her? Und spannend ist eben in dieser Studie, wo wir eigentlich mit der Low-FODMAP-Diät gearbeitet hat oder mit einer Diät, die reich an FODMAPs war, also man ist beide Wege da tatsächlich gefahren, dass man dort zeigen konnte, dass man eben mit einer Ernährung, die reich an FODMAPs ist, Mastzellen aktivieren und vermehren konnte und nicht nur die Mastzellen, sondern auch die eosinophilen Granulozyten. Ebenfalls Immunzellen, die zum Beispiel ECP ausschütten können. Ganz spannende Sache. Man konnte das Ganze tatsächlich verstärken durch eine Ernährung, die reich an FODMAPs war. Einfach nochmal, um sich das zu merken. Das spricht auf die, könnte darauf hindeuten, wie eine sekundäre MCAS, eine sekundäre Mastzellaktivierung entsteht. Also nicht eine ererbte Form, sondern etwas, das sich über die Jahre entwickelt. Und jetzt könnte man die Frage stellen, ich werde nochmal verweisen oder beziehungsweise hier nochmal kurz jetzt einblenden, damit ihr das seht, die Grafik zu der Studie von Zhu und Kollegen, über die wir gestern gesprochen hatten. Und es gibt aber noch andere Befunde, unter anderem von einer Forschergruppe aus China. Da werde ich das ebenfalls nochmal kurz einblenden. Hier wurde gezeigt, dass die Oligofructose, man kennt das auch häufig unter Fructooligosaccharid, FOS häufig abgekürzt, ein Ballaststoff, der sehr häufig eingesetzt wird, zum Beispiel in Joghurts, Müslis und so weiter, einfach um, weil man sagt, okay, das hat gesundheitsförderliche Eigenschaften, es gilt als Ballaststoff, hat aber noch einen anderen Hintergrund. Wenn wir FOS verwenden, wenn die Nahrungsmittelindustrie FOS einsetzt, darf sie auf die Produkte schreiben, zuckerfrei. Wenn FOS ausschließlich ist und wenn zusätzlich nur beispielsweise Fructose beigesetzt ist, darf darauf geschrieben werden, frei von Zuckerzusatz. So, also das ist natürlich ein schöner Trick, wo man sagen kann, okay, wir machen die Lebensmittel wahnsinnig süß und schmackhaft,
aber dürfen eben draufschreiben zuckerfrei. Deswegen wird das Ganze extrem oft eingesetzt. Und hier wurde ebenfalls in einer Studie gezeigt, der Einsatz von FOS oder der vermehrte Verzehr von FOS vermehrt tatsächlich Mastzellen und damit auch die Metaboliten. Also Histamin, Heparin und so weiter und so fort, was zu Entzündungen führt, Interleukine provoziert und wir finden tatsächlich einen Entzündungsprozess. Also wirklich ein Wahnsinnsbefund, meiner Meinung nach. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, ich ernähre mich doch nicht FODMAP-reich. Also viele, die Low-FODMAP-Diät anfangen, die sagen zu mir, Mensch, Thomas, das ist ja alles gut und schön, aber ich habe jetzt auch nicht so FODMAP-reich gegessen. Und wenn man sich das anschaut, was eigentlich passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist, dass sich unsere Ernährung so extrem verschoben hat, dass wir gar kein Verhältnis mehr kennen, beziehungsweise da uns gar kein Urteil mehr bilden können, was ist denn eigentlich normal an Verzehr? Und damit meine ich jetzt nicht Dinge wie zum Beispiel Knoblauch, Zwiebel, Linsen, wo man so sagen würde, okay, das ist jetzt vielleicht das Klassische, das wurde früher sicherlich auch häufig verzehrt, meistens sogar häufiger, also gerade Hülsenfrüchte, und natürlich in verschiedenen Kulturkreisen gibt es da auch nochmal Unterschiede. Aber nehmen wir uns mal ganz klassische Dinge raus, wie zum Beispiel die Fructose. Fructose, wenn wir da schauen, es gibt Studien, die weisen tatsächlich nach, inzwischen, da muss man sagen, dass in den USA, und das bezieht sich noch auf die Vorjahrtausendwende, macht bei jungen Erwachsenen und Heranwachsenden macht die Fructose 25% des Kohlenhydrathaushalts, also was wir an Kohlenhydraten aufnehmen, ein Viertel davon aus und von den Gesamtkalorien weit über 10%. Das ist absolut gigantisch. Wenn man sich das anschaut, wie sich das allein in den Jahren von 1975 bis 1995, also innerhalb von 20 Jahren, verändert hat, es gab einen Zuwachs von über 50% in den Studien. Und das ist schon mächtig gewaltig. Also einfach, weil man gar keine Kontrolle mehr hat. Bei Fructose denken die meisten Leute tatsächlich an den Verzehr von Obst und Gemüse. Aber das ist der allergeringste Teil. Bitte denkt an die ganzen Softdrinks, bitte denkt an die ganzen Süßigkeiten. Und natürlich, jeder hat das schon im Fernsehen gesehen, in Zeitschriften gelesen, wo überall inzwischen Zucker und vor allen Dingen auch Fructose eingesetzt wird. Und bei FOS hatte ich es eben schon angesprochen. Absolut geniale Möglichkeit für die Nahrungsmittelindustrie zu tricksen, das Ganze einzubringen, die Produkte wahnsinnig süß zu machen und gleichzeitig zu vermarkten als gesund, weil zuckerfrei oder zuckerarm. Und sogar noch so einen gesundheitlichen Aspekt zu betonen. Ja, das Ganze funktioniert ja als Ballaststoff und Ballaststoffe sind ja alle gut. Aber wie gesagt, in diesen Studien, die Mastzellen und die Eosinophilen haben sich vermehrt und es kam zum vermehrten Freisetzen von eben Mediatoren, wie eben Histamin, wie eben dem Eosinophilen, also vom ECP. Ich mache es nicht zu kompliziert. Das ist einfach Wahnsinn eigentlich, was dort diese Befunde zeigen. Und deswegen, ich wollte es hier unbedingt nochmal konkret erwähnen, man kann das Ganze rückgängig machen. Also hier in den Grafiken auch, die ich eingeblendet habe. Man konnte zeigen, dass man das Ganze mit Rifaximin, also mit einem Antibiotikum, ein Stück weit rückgängig machen konnte. Das war nicht immer signifikant, aber zumindest war ein Trend erkennbar und das Ganze eben auch mit der Low-FODMAP-Ernährung. Was jetzt sehr interessant für mich wäre, ist, gilt das Ganze tatsächlich wirklich für die komplette Bandbreite der FODMAPs oder sind spezifische Gruppen wie eben beispielsweise die Fructose tatsächlich das Problem? Denn wir wissen eben auch, dass gerade Zwiebeln zum Beispiel, Knoblauch und so weiter, dass diese Dinge tatsächlich gesundheitsförderliche Eigenschaften haben und natürlich früher auch in großen Mengen verzehrt wurden, muss man nur zurückschauen in die Antike, die römischen oder auch die griechischen Soldaten, als die in den Krieg gezogen sind. Das waren eben diese Dinge, die die Soldaten mitgenommen haben, um ihr Immunsystem zu stärken, um fit zu bleiben, um sich keine Infektionskrankheiten einzufangen. Und ja, das ist dieser Punkt, auf den ich heute nochmal konkret hinweisen wollte. Nochmal abschließend, damit sich das wirklich auch im Gehirn verfestigt. Eine FODMAP-reiche Ernährung kann tatsächlich eure eosinophilen Granulozyten und auch, also eher eine Eosinophilie provozieren und auch die Mastzellen vermehren. Das bedeutet eine Idee, und das ist jetzt nur meine Hypothese, weil es nicht so in den Studien festgestellt wurde, aber ein großer Teil der sekundären MCAS, der sekundären Mastzellaktivierung, der wurmenden Mastzellaktivierung, könnte tatsächlich ernährungsbedingt
Erworben sein. Ähnliche Verbindungen gibt es übrigens zum Stress. Da werde ich ebenfalls nochmal darauf zu sprechen kommen. Das ist natürlich auch eine krasse Sache, wenn man sich jetzt überlegt, okay, diese ganzen Krankheiten könnten theoretisch verhindert werden, man könnte präventiv tätig werden und wir haben eventuell eine Möglichkeit, das Ganze rückgängig zu machen. Und natürlich empfehlen auch viele Mastzellexperten, schaut unbedingt nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten, schaut nach Allergien, eventuell probiert eine hypoallergene Kostform aus. Das Ganze ist dann teilweise am Anfang sehr einseitig, bis man das wieder ausbauen kann, aber eben auch sehr wirksam. Gut, das soll es für heute nochmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat auch den Mädels unter euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Thomas.